Ich habe das jetzt schon so oft bei allen kleinen Teileröffnungen erzählt, dass ich es heute nicht nochmal erzählen werde, aber ich habe seit Jahren geträumt, die Installationsarbeiten von Agnès Varda nach Berlin holen zu dürfen, weil ich die mal sehen durfte 2006 im Fondation Cartier in Paris und es mich so geflasht hat, so berührt hat, so tief und nachhaltig, dass ich dachte, das wäre wunderschön, sie zeigen zu dürfen. Und als ich Teil des Silent Screen wurde, merkte ich, dass das noch viel besser zusammenpasst, als ich es mir hätte je erträumen können, weil dieser Ort ist ein Ort der Transformation. In diesem Ort geht es um Kommen und Gehen, um Werden und Vergehen. Es ist ein Ort der Empathie und all diese Dinge finden wir in Agnès Arbeit wieder. Agnès, die manchmal so leise und schelmisch daherkommt und doch so eine tiefe Kraft und Wucht hat und ich hoffe, nicht nur mich, ich weiß, uns alle tief berühren kann und deswegen ist es mir eine besonders große Freude, dass wir irgendwann Dominique Blüher, die hier vorne sitzt, eine der Kuratorinnen, und Julia Fabry gewinnen konnten, diese Ausstellung mit uns hier gemeinsam zu realisieren. Und ihr habt von Anfang an verstanden, dass dieser Ort ein besonderer ist und dass Agnès Arbeit an diesem Ort besonders resoniert und ihr habt daraufhin die Ausstellung kuratiert. Also es ist eine Werkschau von Agnès, wie sie in der Größenordnung in Deutschland zumindest noch nie gezeigt wurde, was ganz wunderbar, wunderbar ist, aber es ist auch eine Ausstellung, die mit dem Ort korrespondiert, die den Ort reflektiert und widerspiegelt auf die schönste Art und Weise, die ich mir nur vorstellen kann. Und wenn ihr noch nicht in der Ausstellung wart, geht unbedingt auch unten in die Betonhalle, guckt euch die Arbeiten auf der Wiese an, geht aber auch ins Arsenal und schaut euch die Filmreihe, die wir kuratiert haben, noch dazu an, die nicht wir, sondern Birgit Kohler, die da hinten steht, vom Arsenal kuratiert hat. Die Workshops sind jetzt leider alle schon gewesen, aber die Ergebnisse, die präsentieren wir auf dem Sommerfest. Also genau, aber warum wir heute zusammengekommen sind, ist, weil wir haben großzügige Förderung der Kulturstiftung des Bundes für dieses Projekt bekommen und dennoch ist die Förderung nicht groß genug gewesen, um zu sagen, wir schließen das gesamte Gelände auf für die Arbeiten von Agnès für mindestens 2 Monate. Aber die Arbeit, die ihr gleich, wenn Uta Fröhlich ihren Vortrag gehalten hat und damit feierlich eröffnet, die ihr dann heute Abend später sehen könnt, ist so besonders und sie passt so an den Ort, sie passt so in diese Zeit. Die Arbeit heißt Hommage aux Légistes de France und es geht in dieser Arbeit darum, dass zu Zeiten des Nationalsozialismus viele Franzosen und Französinnen aus privater Initiative jüdische und Mitbürger und Mitbürgerinnen vor den Nationalsozialisten in der Besatzungszeit der Nationalsozialisten in Frankreich versteckt und damit ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben und dass die in dieser Arbeit geehrt werden sollen. Agnès Varda hat diese Arbeit fürs Pantheon entwickelt. Es war eine Auftragsarbeit und nichtsdestotrotz ist es eine Arbeit von großer Tragweite und Wucht und in einer Zeit heute, wo ich habe es nochmal nachgeguckt heute mit Jörg, meinem Liebsten. Es sind über 100 Millionen Flüchtlinge unterwegs im Moment auf der Welt aus Gründen von Umweltzerstörung, Kriegen und Menschenrechtsverletzungen. Es ist der Wahnsinn. Und wenn wir an diesem Ort der Empathie, an diesem Ort der Liebe nicht diese Installation zeigen würden, es geht einfach nicht. Also das haben wir jetzt auf eigene Kappe noch gemacht, darum verzeiht, dass wir es nur 10 Tage uns leisten können, aber das wollten wir unbedingt und ich glaube, dass es richtig ist und ich finde es, genau, ihr werdet sehen, ihr werdet wahrscheinlich genauso gerührt sein, das ist ja zum Glück nicht meine Arbeit, deswegen darf ich das, glaube ich, so sagen. Gut, soweit das. Jetzt ist es mir eine große Freude. Wir haben gedacht, um diese Arbeit hier zu eröffnen, brauchen wir auch eine würdige Rednerin oder einen würdigen Redner. Und wir haben wir haben das große Glück, dass Uta Fröhlich, die sitzt hier, gleich einen Vortrag halten wird. Uta Fröhlich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der Gedenkstätte Stille Helden. Die kennen vielleicht nicht alle von euch. Die Gedenkstätte Stille Helden ist wiederum im gleichen Gebäude untergebracht wie
die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Und seit 2020 gibt es auch eine Dauerausstellung, die sich tatsächlich so ähnlich wie die Arbeit hier hinter uns noch geheim mit von Agnes Wader den Menschen widmet, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere zu retten. So forscht Uta Fröhlich mit ihrer Gruppe um die europäischen Menschen, die sowohl in privater als also Initiative, Gruppen, Familien, wie auch immer, und es ist nicht immer alles gut gegangen. Wir hatten neulich die Chance, eure Ausstellung einmal mit deiner Führung anschauen zu dürfen. Ich fand es sehr bewegend und berührend, weil nicht alles sind Happy Enden, ja, sondern es gibt vieles, was gelungen ist, es gibt vieles, was nicht gelungen ist, aber es war viel Courage und viel Liebe und viel Mut dabei, und es ist nach wie vor wichtig, dass wir uns diesen Themen widmen, und umso glücklicher bin ich, dass du heute kommst, weil du kannst den historischen Kontext dazu liefern, das kann ich nicht, und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und den Vortrag hältst über die europäische Judenverfolgung und wie Menschen sich gegenseitig versucht haben, da einen Weg gegen die Nazis zu bahnen, um Menschen zu retten, wenn man das mal so kurz sagen darf. Und bevor ich jetzt mich noch um Kopf und Kragen rede, lasse ich Uta lieber sprechen, wünsche euch einen schönen Abend, und anschließend öffnen wir gemeinsam die Arbeit von Agnes Wader. Was ich vielleicht noch sagen kann, weil Dominique mich vorhin darauf hinwies, die Arbeit war tatsächlich, nachdem sie im Pantheon gezeigt wurde, nur noch einmal zu sehen auf einem Festival in Avignon. Also wir haben hier sozusagen eine kleine Variante der für den Pantheon großen Variante. Und es ist unser großes Glück, dass es die gibt, weil die große hätten wir niemals in unsere Kuppelhalle unterbringen können. Die kleine ist wie gemacht dafür, und trotzdem ist diese Arbeit tatsächlich nur einmal im Pantheon und einmal in Avignon zu sehen gewesen. Und es war nicht einfach, also sowohl Dominique Blüher, die eine Kuratorin, als auch Julia Fabry, die andere Kuratorin, und Rosalind Wader, die Tochter von Agnes Wader, haben dafür gekämpft, dass wir sie jetzt heute sehen dürfen. Also das wollte ich gerne nochmal erwähnen, weil so selbstverständlich ist es nicht. Und jetzt ja, einen schönen Abend, und das Wort geht an Uta Fröhlich. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, und ich freue mich besonders, dass ich die Ehre habe, jetzt heute diese Ausstellung hier zu eröffnen und diesen Vortrag zu halten, und danke sehr für die Einladung. Und lege einfach direkt los. Wenn es dann Fragen gibt im Anschluss, können Sie die gerne noch stellen. Ansonsten können Sie auch mich später noch ansprechen, oder auch Dominique, die hier vorne sitzt, kann sicherlich auch die ein oder andere Frage zur Installation noch beantworten. Die 20-jährige Jeanne Barnier arbeitet ab April 1939 als Sekretärin im Rathaus von Dieu-le-Fit, einer 5000-Seelen-Gemeinde im Südosten Frankreichs. Als 1942 deutsche und italienische Truppen den bisher unbesetzten Süden Frankreichs besetzen, wird Dieu-le-Fit Teil der italienischen Besatzungszone. Hier sind Jüdinnen und Juden bis 1943 relativ sicher, da die italienischen Behörden ihre Mitwirkung an der Judenverfolgung des deutschen Bündnispartners verweigern. Daher flüchten zahlreiche Verfolgte aus ganz Frankreich in die Region. Dieu-le-Fit nimmt bis zu 1500 Flüchtlinge auf, darunter viele Jüdinnen und Juden. Nach dem Bruch des deutsch-italienischen Bündnisses sind sie erneut von Deportationen bedroht. Die Sekretärin Jeanne Barnier steht den Verfolgten bei. Sie stellt hunderte von Ausweispapieren mit falschen Angaben für verfolgte Jüdinnen und Juden aus. Dazu benutzt sie Formulare, Blankodokumente und die im Amt vorhandenen offiziellen Stempel. Zahlreiche Jüdinnen und Juden verdanken ihr so ihr Leben. 1988 wird Barnier für ihre Hilfe von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Die elsässische Ärztin Adelaide Oval übertritt im Mai 1942 ohne Passierschein die Demarkationslinie zwischen dem unbesetzten Norden und dem besetzten Süden Frankreichs und wird festgenommen. Während eines Verhörs protestiert sie gegen die Behandlung der Jüdinnen und Juden. Oval wird daraufhin in das Gefängnis von Bourges gebracht.
Kurz darauf erlässt die französische Kollaborationsregierung ein Gesetz, wonach Jüdinnen und Juden in der besetzten Zone einen gelben Stern an ihrer Kleidung tragen müssen. Auch Oval erfährt davon, als eine Jüdin mit einem gelben Stern an der Brust in ihre Zelle gebracht wird. Aus Protest heftet sie sich einen selbstgemachten Stern aus Papier an ihre Brust. Daraufhin wird sie in ein Internierungslager für Jüdinnen und Juden verlegt und muss ein Stoffband tragen mit der Aufschrift Amie des Juifs, Judenfreundin. Im Lager kümmert sie sich als Ärztin um die internierten Jüdinnen und Juden. Sie wird Zeugin des Abtransports tausender Männer, Frauen und Kinder in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Im Januar 1943 wird Adelaide Oval ebenfalls nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort widersetzt sie sich mehrfach den Befehlen der SS-Ärzte, sich an medizinischen Versuchen an Häftlingen zu beteiligen. Im August 1944 verlegt die SS sie in das KZ Ravensbrück. Auch hier setzt sie sich als Häftlingsärztin für ihre Mitgefangenen ein. Nach der Befreiung kümmert sie sich um die schwer kranken Häftlinge. 1965 wird sie von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt. Jeanne Barnier und Adelaide Oval sind zwei von über 4000 französischen Gerechten unter den Völkern. Diesen mutigen Männern und Frauen, die während der Zeit der deutschen Besatzung in Frankreich jüdischen Verfolgten beistanden, widmete Agnès Varda ihre Installation Hommage aux Justes de France, Hommage an die Gerechten Frankreichs, die ab heute in der Kuppelhalle des Silent Green zu sehen ist. Wir befinden uns hier im ehemaligen Krematorium Wedding, dem ersten Krematorium Berlins, errichtet ab 1909 auf Initiative der Freidenker und des Vereins für Feuerbestattung. Gegen den anfänglichen Widerstand der Kirchen wurde 1911 in Preußen die Feuerbestattung zugelassen und ein Jahr später konnte das moderne, würdevoll gestaltete Krematorium samt Urnenhalle seine Arbeit aufnehmen. In der schnell wachsenden Stadt war das Krematorium bald unverzichtbar und wurde mehrfach umgebaut und erweitert. Die Nationalsozialisten schließlich gebrauchten die Verbrennungstechnik nicht nur zu friedlichen Zwecken. Ab 1933 nutzte die Gestapo das Krematorium Wedding immer wieder zur Beseitigung von Spuren ihrer Verbrechen. Prominentestes Beispiel hierfür ist die Kremierung der Attentäter des 20. Juli 1944. An diesem geschichtsträchtigen Ort, in der ehemaligen Trauerhalle, wird ab heute 10 Tage lang Agnès Vardas Hommage aux Justes de France gezeigt. Sie ergänzt die große und eindrucksvolle Retrospektive, die derzeit in der unterirdischen Betonhalle zu sehen ist. Die Installation war ein Auftragswerk der französischen Regierung und erstmals 2007 im Pariser Pantheon, der nationalen Ruhmeshalle Frankreichs, zu sehen. Am 18. Januar 2007 weihte der französische Präsident Jacques Chirac dort in einer feierlichen Zeremonie eine Gedenktafel ein, die den französischen Gerechten gewidmet ist. Die Tafel enthält folgenden Text: Hommage der Nation an die Gerechten von Frankreich. Unter der Decke des Hasses und der Nacht, die in den Jahren der Besatzung über Frankreich fiel, weigerten sich Tausende von Lichtern zu erlöschen. Zu Gerechten unter den Völkern ernannt oder anonym geblieben, retteten Frauen und Männer jeder Herkunft und aus allen sozialen Schichten Juden vor der antisemitischen Verfolgung und den Vernichtungslagern. Indem sie den Risiken trotzten, verkörperten sie die Ehre Frankreichs und seine Werte: Gerechtigkeit, Toleranz und Menschlichkeit. Vardas Installation stand im Zentrum der Zeremonie zu Ehren der Justes de France. Sie bestand aus etwa 300 Fotoporträts sowie 2 parallel laufenden Filmsequenzen, auf denen nachgestellte Verfolgungs- und Rettungsszenen zu sehen waren. Auf den großformatigen historischen Schwarz-Weiß-Porträts waren die Gesichter von französischen Gerechten abgebildet, ergänzt um Farbfotos von namenlosen Darstellern aus den integrierten Filmszenen, die auf die Justes Inconnus, die unbekannten Gerechten, verweisen sollen. Wer sind nun die Justes oder Gerechten, die die französische Regierung in einem Staatsakt und Agnès Varda mit ihrer Installation ehrt?
Ich möchte Ihnen zunächst am Beispiel Frankreichs einen Einblick in die historischen Hintergründe des so vielfältigen wie seltenen Widerstands gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung geben. Anschließend beleuchte ich am Beispiel Israels, Deutschlands und Frankreichs den Umgang mit der Erinnerung an die Menschen, die verfolgten Jüdinnen und Juden beistanden. Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 begann die Ausgrenzung, Diffamierung und Entrechtung zunächst der deutschen Jüdinnen und Juden. Ab 1938, als die Nationalsozialisten ihren Machtbereich immer weiter ausdehnten, waren immer mehr Jüdinnen und Juden der Verfolgung ausgesetzt. 1941 fällte die nationalsozialistische Führung dann den Entschluss zum Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Ihm fielen bis 1945 rund 6 Millionen Menschen zum Opfer. Die meisten von ihnen wurden erschossen oder mit Giftgas in Vernichtungsstätten in den deutsch besetzten Gebieten Polens ermordet. Überall in Europa versuchten Jüdinnen und Juden, sich der Deportation und der Ermordung zu entziehen. Gelingen konnte dies meist nur mit Hilfe von Menschen, die bereit waren, die Verfolgten zu unterstützen. Unter Gefährdung der eigenen Person beschafften die HelferInnen Lebensmittel und falsche Papiere, leisteten Fluchthilfe, stellten Quartiere zur Verfügung oder versteckten die Verfolgten bei sich. Dabei bestand ständig die Gefahr des Verrats und der Entdeckung. Wer Verfolgten half, leistete Widerstand. Ebenso war auch die Flucht in den Untergrund Teil des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Sowohl die HelferInnen als auch die Verfolgten griffen mit ihren Aktionen die nationalsozialistische Ideologie in ihrem Kern an. Denn sie sabotierten so das erklärte Ziel der Nationalsozialisten, alle Jüdinnen und Juden Europas zu ermorden. Die Formen der Hilfe waren ebenso vielfältig wie die Motive der Helfenden. Viele ergriffen selbst die Initiative zur Hilfe. Andere wurden zu RetterInnen, weil sie von Verfolgten gezielt um Unterstützung gebeten wurden. Weltanschauliche und politische Motive waren hier ebenso von Bedeutung wie spontanes Mitgefühl. Häufig entwickelten sich im Verlauf von Rettungsversuchen Netzwerke von HelferInnen. Viele Hilfsaktionen scheiterten jedoch auch. Frankreich war ab 1933 ein wichtiges Zufluchtsland. Zahlreiche Menschen flohen vor nationalsozialistischer Verfolgung aus Deutschland nach Frankreich, darunter viele Jüdinnen und Juden. Anfangs nahm das Land noch viele Flüchtlinge auf. Als jedoch 1938 die Flüchtlingszahlen stiegen, wurden immer mehr an den französischen Grenzen abgewiesen. Im Mai 1940 marschierten deutsche Truppen in Frankreich ein. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich etwa 330.000 Jüdinnen und Juden in Frankreich. Etwa die Hälfte von ihnen ist aus anderen Ländern eingewandert oder geflohen. Nach der Kapitulation der französischen Armee im Juni 1940 wird Frankreich aufgeteilt. Der Norden des Landes wird unter deutsche Militärverwaltung gestellt, der Süden bleibt unbesetzt. Die französische Regierung im unbesetzten Teil des Landes arbeitet jedoch mit den deutschen Besatzern zusammen. Sie hat ihren Sitz im Kurort Vichy. Die Teilung Frankreichs führt zu einer Massenflucht. Zehntausende Menschen fliehen in den Süden, darunter viele Jüdinnen und Juden. Auf Grundlage des Waffenstillstandsabkommens werden Flüchtlinge aber auch von dort auf Verlangen Deutschlands ausgeliefert. Im Oktober 1940 erlässt die französische Kollaborationsregierung die ersten antijüdischen Gesetze. Diese gelten auch im deutsch besetzten Norden Frankreichs. Die dortige deutsche Militärverwaltung führt zusätzliche diskriminierende Verordnungen ein. Unter anderem wird bestimmt, wer als Jude gilt und eine Kennzeichnung sogenannter jüdischer Geschäfte verfügt. Ab Juni 1941 müssen sich alle Jüdinnen und Juden in ganz Frankreich registrieren lassen. Die erhobenen Daten nutzen die Besatzer später zur Vorbereitung der Deportationen. Zahlreiche als jüdisch markierte Unternehmen werden enteignet. Ab Juni 1942 müssen die Jüdinnen und Juden im besetzten Norden einen gelben Stern auf ihrer Kleidung tragen. Die Vichy-Regierung im Süden schützt anfangs Jüdinnen und Juden mit französischer Staatsbürgerschaft.
Die ausländischen oder staatenlosen Jüdinnen und Juden interniert sie jedoch in Lagern und liefert viele von ihnen in die deutsche Besatzungszone aus. Bereits ab dem 4. Oktober 1940 werden ausländische Jüdinnen und Juden ohne besonderen Anlass in Internierungslagern festgehalten. In Nordfrankreich internieren die Besatzer etwa 7.000 bis 8.000 Jüdinnen und Juden in Lagern. Die meisten Internierungslager befinden sich jedoch in der unbesetzten Zone. Hier hält die französische Regierung im Winter 1940-41 etwa 50.000 Jüdinnen und Juden gefangen. Etwa 3/4 von ihnen werden bis 1942 wieder freigelassen, können fliehen oder auswandern. Im März 1942 deportieren die deutschen Besatzer erstmals ausländische Jüdinnen und Juden aus der besetzten Zone. Ab Juli 1942 führen sie Massendeportationen vor allem in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch. Jüdinnen und Juden mit französischer Staatsbürgerschaft bleiben zunächst verschont. Im August 1942 finden auch im unbesetzten Süden Massenverhaftungen statt. Die französische Polizei schiebt über 10.000 ausländische Jüdinnen und Juden in die besetzte Zone ab, von wo aus sie ebenfalls deportiert werden. Die meisten Transporte in die deutschen Vernichtungslager gehen vom zentralen Sammellager in Drancy bei Paris ab. Insgesamt werden etwa 65.000 Menschen von dort deportiert, die meisten von ihnen in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Als die Alliierten in Nordafrika landen, besetzen deutsche und italienische Truppen am 11. November 1942 Südfrankreich. Da aus italienisch kontrollierten Gebieten keine Jüdinnen und Juden deportiert werden, fliehen viele Verfolgte in die italienisch besetzte Zone im Südosten Frankreichs. Im September 1943 marschieren deutsche Truppen auch hier ein und die Besatzer gehen brutal gegen Jüdinnen und Juden jeglicher Herkunft vor. Die französische Staatsbürgerschaft schützt nun nicht mehr vor der Verschleppung. An den Massenverhaftungen und Deportationen sind französische Verwaltung und Polizei maßgeblich beteiligt. Insgesamt werden fast 76.000 Jüdinnen und Juden aus Frankreich deportiert und ermordet, die überwiegende Mehrheit im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Weitere 4.000 kommen in Frankreich gewaltsam ums Leben. Insgesamt fallen dem Massenmord also etwa 80.000 der in Frankreich lebenden Jüdinnen und Juden zum Opfer. Der Anteil der ausländischen oder staatenlosen Jüdinnen und Juden ist dabei wesentlich höher als der der französischen. Etwa 3/4 der Jüdinnen und Juden aus Frankreich überleben die Verfolgung, mehr als in den meisten anderen Ländern. Die etwa 250.000 Menschen überleben nicht zuletzt dank der wachsenden Unterstützung durch die nichtjüdische Bevölkerung. In den ersten beiden Jahren der deutschen Besatzung können sich tausende Verfolgte mit der Hilfe von Diplomaten und Hilfsnetzwerken in sichere Länder retten. Die Einführung der Kennzeichnungspflicht für Jüdinnen und Juden in Nordfrankreich und das Einsetzen der Deportationen im Sommer 1942 führen zu offenem Protest nicht zuletzt der Kirchen. Mit der Gefährdung wächst auch die Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung, Jüdinnen und Juden zu helfen. Ein Schwerpunkt ist die Hilfe für jüdische Kinder. 59.000 Kinder überleben versteckt in Privatfamilien, Klöstern und Internaten oder werden in die Schweiz oder nach Spanien geschleust. Erst in den 1990er Jahren lenkte die breite Öffentlichkeit den Blick verstärkt auf die im deutschen Kontext auch stille Helden genannten HelferInnen. Allerdings gab es bereits wesentlich früher Bestrebungen, deren mutiges Handeln öffentlich zu machen. Auf Initiative überlebender Jüdinnen und Juden ehrt die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem seit 1963 nichtjüdische HelferInnen als Gerechte unter den Völkern. Der Begriff Gerechte unter den Völkern, hebräisch Chassidei Umot Ha'olam, stammt aus dem Talmud. Dort findet sich der Satz: Die Gerechten unter den Völkern haben einen Platz in der kommenden Welt. Damit waren gute, gottesfürchtige Nichtjuden gemeint, die Jüdinnen und Juden in Zeiten der Gefahr zur Seite standen und daher ihren Anteil am kommenden Reich Gottes haben sollten.
Als das israelische Parlament 1953 im sogenannten Yad Vashem-Gesetz die Einrichtung einer zentralen Holocaust-Gedenkstätte beschloss, fanden auch die nichtjüdischen HelferInnen Erwähnung. 1963 startete die Gedenkstätte dann ihr weltweites Programm zur Ehrung von Gerechten. Geehrt werden sollten diejenigen Menschen, die nicht nur Jüdinnen und Juden retteten, sondern dabei auch ihr Leben aufs Spiel setzten. Yad Vashem unterhält seither eine eigene Abteilung, die Anträge gründlich nach strengen Kriterien prüft. Eine Kommission, die sogenannte Commission for the Designation of Righteous, entscheidet dann über die Vergabe des Titels. Bis Januar 2021 wurden knapp 28.000 Frauen und Männer für ihre Hilfsaktionen als Gerechte unter den Völkern geehrt, darunter 4.150 Französinnen und Franzosen sowie 641 Deutsche. In Deutschland beginnt die Geschichte der Ehrung ehemaliger HelferInnen ebenfalls in den 1950er Jahren. Bereits nach Kriegsende sammelte Kurt Grossmann, selbst als Jude aus Deutschland geflohen, Geschichten von Menschen in verschiedenen Ländern, die Jüdinnen und Juden geholfen hatten. Er veröffentlichte seine Recherchen 1957 unter dem Titel »Unbesungene Helden«. Grossmann ging es dabei auch darum, einen neuen, humanistischen Heldenbegriff zu etablieren. Grossmann besingt in seinem Buch also die zuvor unbesungenen Helden und grenzt deren Hilfe von eigennütziger Hilfe ab. Sein Buch ist folglich keine Gesamtdarstellung von Rettungsversuchen, sondern eine Ehrung von selbstlosen, nichtjüdischen MenschenfreundInnen. Nach Veröffentlichung seines Buches forderte der Autor die jüdischen Gemeinden in Deutschland auf, Beispiele für solche Hilfen zu sammeln. Einzig die Berliner jüdische Gemeinde reagierte auf diesen Aufruf. In dem Wissen, dass viele der ehemaligen HelferInnen in prekären Verhältnissen lebten, richtete sie einen Fonds ein, der hilfsbedürftige HelferInnen unterstützen sollte. 1958 ehrte die jüdische Gemeinde in einer Zeremonie den namenlosen nichtjüdischen Helden. Das Preisgeld bildete den Grundstock des Fonds, der in Anlehnung an Grossmanns Buch »Unbesungene Helden« genannt wurde. Eine weitere wichtige Rolle für die Ehrungsinitiative »Unbesungene Helden« spielte der Berliner Innensenator Joachim Lipschitz. Der Sohn eines jüdischen Vaters musste gegen Ende des Krieges selbst untertauchen. Er hatte also ein persönliches Interesse an der Ehrung der ehemaligen HelferInnen, verfolgte aber zugleich das Ziel, sein Land zu rehabilitieren. Er selbst begründete 1956 sein Engagement mit der Wiederherstellung des guten Namens eines Volkes, das einmal das Volk der Dichter und Denker genannt worden ist. Auf Initiative von Joachim Lipschitz wurde die Ehrung der unbesungenen Helden schließlich dem Westberliner Senat übertragen, dessen Verwaltung fortan auch für die Prüfung der Anträge zuständig war. Bis 1963 ehrte der Senat 760 HelferInnen als unbesungene Helden. Ein Großteil der rund 1800 Anträge wurde allerdings aufgrund der strengen Auswahlkriterien abgelehnt. Berlin blieb das einzige Bundesland, in dem eine derartige Initiative ergriffen wurde. Erst allmählich ging die Bundesrepublik dazu über, einzelnen HelferInnen das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. In Frankreich blieb das Gedenken jahrzehntelang vor allem auf den politischen und militärischen Widerstand fokussiert. Der Rettungswiderstand spielte dabei kaum eine Rolle. Dennoch gab es auch hier frühe und von Yad Vashem unabhängige Bestrebungen, die ehemaligen HelferInnen zu ehren. Bereits seit 1944 berichteten vor allem christliche Hilfsorganisationen in Artikeln und Büchern über ihre Unterstützung für verfolgte Jüdinnen und Juden. Auch die Verfolgten selbst meldeten sich zu Wort und beschrieben ihre Dankbarkeit gegenüber ihren nichtjüdischen HelferInnen. So etwa 1951 der in dem Bergdorf Le Chambon-sur-Lignon versteckte und selbst als Fälscher aktive Oskar Rossowski. In seinem Buch »Il y a des hommes sur terre« – »Es gibt Menschen auf der Erde« – berichtete er über den Rettungswiderstand der mehrheitlich protestantischen Bevölkerung von Le Chambon und Umgebung. 1947 ehrte der französische Staat erstmals einzelne HelferInnen. 9 Angehörige der Gruppe Service André wurden für ihre Rettung jüdischer Flüchtlinge während der feindlichen Besetzung
mit der Médaille de la Résistance, mit der Widerstandsmedaille ausgezeichnet. Unter ihnen auch Jüdinnen und Juden. Es blieb aber bei wenigen Ehrungen. 1957 wurde in Paris auf Initiative amerikanisch-jüdischer Organisationen eine Gedenktafel enthüllt, die den christlichen Helden gewidmet war, die ihren, Zitat, jüdischen Brüdern geholfen haben, dem Naziterror zu entfliehen. Die ersten durch Yad Vashem geehrten französischen Gerechten unter den Völkern waren 1964 der katholische Priester Jean Fleury und die Protestantin Alice Ferrière. Erst als in den 1980er Jahren die Zahl der Ehrungen von Französinnen und Franzosen als Gerechte unter den Völkern zunahm, rückte das Thema auch stärker in den Blick der allgemeinen Öffentlichkeit. Einige französische Freiwillige in Yad Vashem, ehemalige jüdische PfadfinderInnen und Angehörige der Widerstandsgruppe La Sixième, setzten sich besonders für die Erinnerung an die französischen HelferInnen ein. Sie machten das Ehrungsprogramm in Frankreich bekannt und halfen Überlebenden bei der Antragstellung. Im Juli 2000 wurde eine Straße in Paris direkt neben der zentralen Holocaust-Gedenkstätte Mémorial de la Shoah Allee der Gerechten unter den Völkern, Allee des Justes parmi les Nations, genannt. Hier wurde am 14. Juni 2006 eine Mur des Justes, eine Mauer der Gerechten, eingeweiht, auf der die Namen von französischen Gerechten zu lesen sind. Parallel dazu eröffnete die Gedenkstätte eine Sonderausstellung über die Justes de France, die Gerechten Frankreichs. Der französische Begriff Justes de France ist eine direkte Entlehnung des israelischen Terminus Gerechte unter den Völkern. In Frankreich wird der Begriff auch allgemein für Personen gebraucht, die Jüdinnen und Juden geholfen haben, unabhängig davon, ob sie von Yad Vashem als Gerechte geehrt wurden oder nicht. So zählt die oben zitierte Gedenktafel im Pantheon neben den als Gerechte geehrten auch die anonym gebliebenen HelferInnen zu den Gerechten. Ich werde nun Wadas Installation näher beschreiben und historisch einordnen. Die in Berlin gezeigte Fassung von Agnès Wadas Installation Hommage aux Justes de France ist eine kleinere Fassung der Version, die im Pantheon gezeigt wurde. Im Juli 2007 war diese kleine Fassung bereits einmal im Rahmen des Festivals von Avignon zu sehen. Sie besteht aus etwa 150 Porträts von gerechten und namentlich nicht genannten Personen. Die Porträts sind auf dem Boden verteilt und bilden so eine Art Teppich der Gerechtigkeit, wie es die Filmwissenschaftlerin Sandy Flitterman-Lewis in einem Aufsatz über Wadas Installation beschreibt. Die Filmsequenzen werden auf zwei Screens gezeigt. In der Pariser Ursprungsfassung waren es vier, die rund um die Porträts angeordnet waren. Auf dem einen Screen laufen Szenen in Schwarz-Weiß, auf dem anderen in Farbe. Beide zeigen jeweils die gleiche Situation, die Farbfilme sind aber unmittelbarer. Zoomen die Szene näher heran, zeigen Details, eine Hand, die an eine Tür klopft, Füße, die in Holzpantinen schlüpfen, Gesichter in Nahaufnahme. Die Filme beginnen mit Bildikonen zur Besatzung, mit historischen Aufnahmen vom Hissen einer Reichskriegsflagge, marschierenden deutschen Truppen, dem Arc de Triomphe und Verbotsschildern für Juden. Als nächstes sieht man eine Hand, die einen Judenstern auf eine Jacke näht. In der nächsten Sequenz die gleiche Szene in Farbe und in Nahaufnahme. Damit beginnen 13 anekdotische Sequenzen, die Szenen von Hilfe und Rettung, aber auch Verfolgung zeigen. Eine Nonne versteckt ein jüdisches Kind vor den Augen der französischen Polizei, die gerade einen jüdischen Schneider mit Frau und Kind festnimmt. Eine Frau mit zwei Kindern flieht über die Demarkationslinie nach Südfrankreich in ein Dorf, wo ihr zwei Frauen die Tür öffnen. Ein Priester stellt Taufscheine aus. Ein Mann lässt sich in einer Amtsstube registrieren und erhält einen roten Stempel mit dem Wort Jude in seinen Pass. Ein Dorfbewohner auf einem Fahrrad fährt von Hof zu Hof, um Menschen vor einer Razzia zu warnen. In einer weiteren Sequenz sehen wir die Festnahme zweier Kinder und deren Helfer. In den einzelnen Filmszenen gibt es jeweils einen Filmstill mit einer Nahaufnahme der helfenden Person.
Anschließend wird jedem Porträt ein historisches Schwarz-Weiß-Bild eines echten Gerechten gegenübergestellt und dessen Name wird eingeblendet. Die Filmfiguren sehen den historischen Personen ähnlich, sie tragen ähnliche Kleidung oder haben einen ähnlichen Ausdruck. Die Szenen muten also an wie eine Art Doku-Fiction. Und man möchte meinen, es gäbe einen Zusammenhang zwischen dem gezeigten Geschehen und den historischen Personen. Aber diesen Gefallen tut uns Wader nicht. Eine Recherche ergab, dass die Szenen fiktiv sind und nicht im Zusammenhang stehen mit den namentlich erwähnten Gerechten. Nur eine einzige Person erscheint in einer Filmszene, die ihrer tatsächlichen Umgebung und Handlung entspricht. Dabei handelt es sich um den Pastor André Trocmé. Zu Beginn der entsprechenden Szene wird das Geschehen verortet, indem das Ortsschild von Le Chambon-sur-Lignon gezeigt wird. Das bereits oben erwähnte Bergdorf liegt auf dem Plateau Vivarais-Lignon im Zentralmassiv in Südfrankreich. In der abgelegenen ländlichen Gegend des Plateaus hatten sich einst verfolgte Hugenottinnen angesiedelt. Deren Nachfahren boten nun ihrerseits verfolgten Jüdinnen und Juden Schutz. Dabei spielte auch der erwähnte Pastor André Trocmé eine Rolle. Trocmé und weitere Kollegen riefen ihre Gemeinden dazu auf, Geflüchteten zu helfen. Christliche und jüdische Hilfsorganisationen unterstützten die Bevölkerung bei ihrer Hilfe. Sie richteten in Le Chambon und den umliegenden Dörfern Unterkünfte für Geflüchtete ein und schickten Geld und Lebensmittel. Die BewohnerInnen des Plateaus beherbergten während des Krieges bis zu 5000 Verfolgte, überwiegend Jüdinnen und Juden. Dank der Unterstützung der einheimischen Bevölkerung konnten die meisten von ihnen überleben. Bei den anderen Figuren, die mit dem fiktiven und Trocmé ähnlich sehenden Pastor gezeigt werden, gibt es jedoch keinen Zusammenhang mit den ihnen gegenübergestellten Gerechten. So ist zum Beispiel in einer Filmszene ein Mann zu sehen, der von dem Pastor eine nicht zu hörende Anweisung erhält. Daraufhin fährt er mit seinem Fahrrad durch die Gegend und warnt offenbar mehrere Bauernfamilien, vermutlich vor einer Razzia. Die Bauern bringen daraufhin die bei ihnen untergebrachten Kinder schnell in vorbereitete Verstecke. Im Anschluss an diese Szenen wird eine Nahaufnahme des Mannes mit dem Fahrrad gezeigt und anschließend ein historisches Schwarz-Weiß-Porträt eines ähnlich gekleideten Mannes mit dem Namen Jean Krutz. Der reale Jean Krutz lebte allerdings nicht in Le Chambon, sondern in Pontault-Combault in der Nähe von Paris, wo er mit seiner Frau Odette zwei jüdische Kinder aufgenommen hatte. Besonders interessant ist die letzte Filmsequenz, denn sie zeigt einen gescheiterten Rettungsversuch. Hier sehen wir, wie ein SS-Mann zusammen mit zwei französischen Polizisten vor einem Haus vorfährt und den Hausherren gezielt nach versteckten jüdischen Kindern fragt. Es ist eine der wenigen Szenen, in denen gesprochener Text zu hören ist. Diesem entnehmen wir, dass es offenbar einen Hinweis aus der Bevölkerung gab. Tatsächlich gehen die Polizisten gezielt auf einen Anbau zu und entdecken dort zwei versteckte Kinder. Diese und auch der Hausherr werden daraufhin festgenommen und abgeführt. Auf eine Großaufnahme des Hausbesitzers und seiner Frau folgt eine historische Aufnahme eines Ehepaars namens Emile und Félice Treture. Die Recherche ergab, dass es sich dabei um ein Rentner-Ehepaar aus Orthez im Departement Pyrénées-Atlantique handelt. Vermittelt über die jüdische Kinderhilfsorganisation OSE hatten diese den 12-jährigen Jacques Intrator bei sich aufgenommen und erfolgreich bis Kriegsende versteckt. Weder der Junge noch seine HelferInnen wurden festgenommen. Es handelt sich also bei den gezeigten Szenen trotz der dokumentarischen Anmutung um rein fiktive Handlungen. Wada wählt die Szenen und Porträts offenbar rein assoziativ aus. Das macht diese jedoch nicht weniger wahrhaftig. Denn die Szenen hätten sich genauso abspielen können oder haben es mit anderen Personen an anderen Orten. Wir kennen ähnliche Ereignisse aus vielen Schilderungen von Überlebenden. Dass Le Chambon-sur-Lignon eine so große Rolle in Wadas Hommage spielt, ist auch kein Zufall. Die Bevölkerung des Dorfes und der umliegenden Ortschaften wurde 1990 kollektiv von Yad Vashem als Gerechte geehrt. Dies ist eine Ausnahme in der Praxis der Ehrungen, da normalerweise nur Einzelpersonen geehrt werden können. Neben Le Chambon wurden auch das niederländische Dorf Neulande und der dänische Widerstand kollektiv für ihre Hilfe geehrt.
Warda fokussiert in ihrer Installation auf die Rettung von Kindern, auch das kein Zufall. Immer wieder widmete sich Warda in ihrem Werk besonders Familien und Kindern. Zudem nimmt die Verfolgung und Ermordung von jüdischen Kindern in der Erinnerung an die Judenverfolgung in Frankreich einen besonderen Raum ein. Wie der Historiker Serge Klaasfeld in seinem Standardwerk Vichy Auschwitz detailliert darlegt, spielte dabei die französische Regierung eine entscheidende Rolle. Als im Frühjahr 1942 die Deportationen von Jüdinnen und Juden aus Frankreich in die Vernichtungslager begannen, waren Kinder unter 16 Jahren zunächst davon ausgenommen. Die französische Kollaborationsregierung in Vichy wollte die Verantwortung für die zurückgelassenen Kinder nicht übernehmen und forderte von der deutschen Sicherheitspolizei, auch die Kinder zu deportieren. Bei einer Großrazzia im deutsch besetzten Paris am 16. und 17. Juli 1942, der berüchtigten Rafle du Veldiv, wurden erstmals zahlreiche Kinder festgenommen. Am 7. August stimmte das Reichssicherheitshauptamt in Berlin der Deportation der Kinder zu. Allein 1942 wurden mehr als 6000 jüdische Kinder aus ganz Frankreich deportiert. Dieser von Elie Wiesel sogenannte Krieg gegen die Kinder führte schließlich dazu, dass sich zunehmend Rettungsnetzwerke bildeten, die gezielt Kinder in Klöstern, Heimen, Internaten und Pflegefamilien aufnahmen. Der politische Mythos vom glorreichen Frankreich prägte jahrzehntelang die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Erst 1995 räumte Staatspräsident Jacques Chirac in einer Erklärung eine Mitverantwortung von Franzosen an Deportationen und Völkermord ein. Wie Sarah Gainsbourger in ihrem Buch National Policy Global Memory eindrücklich darstellt, erfuhr der Begriff Gerechte in Frankreich seit den 1980er Jahren eine Nationalisierung, die in der Zeremonie von 2007 ihre Finalisierung fand. Das gewachsene staatliche Interesse an den Juste de France kann meines Erachtens durchaus als Reaktion auf diese Auseinandersetzung mit der französischen Staatskollaboration verstanden werden. So spricht der Text der Gedenktafel im Pantheon denn auch davon, dass die Gerechten, Zitat, die Ehre Frankreichs verkörperten. In seiner Rede zum Staatsakt geht Chirac sogar noch weiter. Dank der Gerechten könne Frankreich trotz, Zitat, dunkler Momente, der eigenen Geschichte wieder, Zitat, ins Gesicht sehen. Und der Präsident schlussfolgert, ja, wir können stolz sein auf unsere Geschichte. Ja, wir können stolz sein, Franzosen zu sein. Seit den 1980er Jahren ist in Israel und Deutschland und später in weiteren Ländern eine Musealisierung des Themas zu beobachten. Mehrere Holocaust-Gedenkstätten und Widerstandsmuseen in verschiedenen Ländern befassen sich mittlerweile in ihren Dauerausstellungen mit dem Rettungswiderstand. Einige Ausstellungen sind explizit diesem Thema gewidmet. In Frankreich setzte diese Entwicklung erst in diesem Jahrtausend ein. Hier ist zunächst die oben erwähnte Sonderausstellung zu den Justes de France von 2006 zu nennen. Seit 2013 gibt es in Le Chambon-sur-Lignon einen Erinnerungsort mit einer sehenswerten Dauerausstellung. In Berlin ist es vor allem die Gedenkstätte Stille Helden, die an die HelferInnen erinnert. Dabei verfolgt sie eine doppelte Perspektive, indem sie sich sowohl mit der Geschichte der verfolgten Jüdinnen und Juden als auch der HelferInnen beschäftigt. In Polen eröffnete 2016 das sogenannte Museum für die Polen, die während des Zweiten Weltkrieges Juden gerettet haben. Es spielt eine wichtige Rolle in der Erinnerungspolitik der PiS-Regierung, die damit den Mythos von der heldenhaften polnischen Nation festigen will. Dem lettischen Widerstandskämpfer Janis Lipke, dem über 50 Jüdinnen und Juden ihr Leben verdanken, ist eine Gedenkstätte in Riga gewidmet, um nur einige Beispiele zu nennen. In den letzten Jahren scheint sich die europäische Museumslandschaft jedoch teilweise von diesem nationalen Blickwinkel zu verabschieden und es ist eine zunehmende Europäisierung der Erinnerung an den Rettungswiderstand zu beobachten. So wurde in der Gedenkstätte Stille Helden 2020 eine überarbeitete Dauerausstellung eröffnet, die sich der europäischen Dimension des Themas annimmt. Kurz vor der Pandemie fanden zudem mehrere internationale Tagungen statt. Weitere waren und sind in Planung.
Das European Network Remembrance and Solidarity erarbeitete mit mehreren europäischen Partnern eine Wanderausstellung zur Rettung von Jüdinnen und Juden in Europa. Auch die Gedenkstätte in Le Chambon eröffnete 2021 eine Sonderausstellung mit dem Titel Les Justes et le Sauvetage des Juifs en Europe. Die Gerechten und die Rettung von Juden in Europa. Offensichtlich bewegt sich also auch die französische Erinnerungslandschaft weg von einer nationalen hin zu einer europäischen Perspektive. Ich möchte zum Abschluss noch einmal an den Text der Gedenktafel im Panthéon erinnern, in dem ein Kollektiv von Tausenden geehrter und anonym gebliebener Gerechter beschworen wird. Dies und auch die Menge der Fotos in Waders Installation darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dennoch nur wenige waren, die den Verfolgten beistanden. Hilfe für verfolgte Jüdinnen und Juden war die Ausnahme, aber sie war möglich. Agnès Varda's Installation bringt uns diese gerechten oder stillen Helden mit viel Empathie nahe. Dabei ergänzt sie die durchaus kritisch zu sehende staatliche Heldenverehrung im Panthéon um einen wichtigen Punkt. Sie thematisiert in ihren Filmsequenzen auch Denunziation und Kollaboration und zeigt uns somit auch die Zwischentöne und Schattenseiten der Hilfe. Agnès Varda führt uns das mutige Handeln der wenigen Gerechten eindrucksvoll vor Augen. Diese stillen Helden, ob in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern, erinnern uns daran, wie wichtig es ist, Zivilcourage zu zeigen. Heute vielleicht mehr denn je. Vielen Dank. Danke dir. Danke, Uta. Wir haben gedacht, dass es ein so großes, komplexes Thema ist und wir das Glück haben, dass nicht nur Uta Fröhlich, sondern auch Dominique Blüher da ist, eine der Kuratorinnen. Würden wir gerne noch ein paar Minuten für Fragen, wenn es welche gibt, Anmerkungen hier in dieser Runde noch öffnen. Dann eröffnen wir die Ausstellung. Die beiden sind heute aber eh noch den Abend da, wenn ihr Bedarf habt zu sprechen. Und was ich am Anfang vergessen habe, aber ich darf ganz herzlich auch Marie-Lyne Debord begrüßen vom KNAP, also auf Französisch Centre des Arts, Centre National des Arts Plastiques, genau, Centre National des Arts Plastiques, die uns diese Arbeit zur Verfügung gestellt haben und die geholfen hat, sie auch hier in diesem Ort so hinzubauen, dass sie so aussieht, wie sie aussehen soll. Also merci beaucoup for being with us and giving us the chance to show the work. Merci beaucoup. Merci. Und jetzt übergebe ich nochmal an euch beide, dass wir weiter öffnen. Ja, wenn Fragen sind, müssen wir übers Mikrofon sprechen, damit wir uns alle verstehen können. Sonst würde ich gerne noch etwas hinzufügen, weil die Ausstellung, also die Installation, genauer gesagt, wurde sozusagen auch totgesprochen, weil es ein Staatsauftrag war und dann es eben um Archive, die da vom Staat auch dann weitergegeben wurden. Und Agnès war die Erste, die immer sagte, man wird das nie wieder sehen können. Und insofern ist das auch eine, wieder mal im Sinne von Silent, eine Wiederbelebung. Und wir bringen etwas wieder zum Leben, was verschwunden war. Und wir können das mit anderen teilen.